Aufzeichnung läuft. Also, herzlich willkommen alle zusammen zum nächsten Corporate Learning Sprint. Heute zum Thema Blended Learning Szenarien bei kuratierten Inhalten am Fallbeispiel von Audi. Den Carsten habt ihr ja gerade im Hintergrund schon gehört und gesehen. Seht ihn auch gleich wieder. Denjenigen unter euch, die im MOOCathon letztes Jahr dabei waren, ist er ja auch bekannt, weil er da einer der Mitstreiter in der Themenwoche war. Vielleicht hat der eine oder andere auch den Blogpost jetzt schon gelesen zu der Udacity-Kooperation. Inhalte für Machine Learning, Weiterbildung sozusagen von außen zu beziehen. Da werden wir aber gleich mehr drüber hören. Ich hatte jetzt die ganze Zeit auch so ein Post-it schon mal eingeblendet. Zum einen mal, wir zeichnen auf heute, also jeder, der zu Wort kommt oder seine Kamera einschaltet, der wird auf jeden Fall im Bild und zu sehen sein. Da müsst ihr dran denken. Falls ihr twittern wollt, ich habe hier den Hashtag CL Sprint im Blick noch parallel. Und es gibt einen Google-Doc, da ist der Link bit.ly/clsprint-kuration, weil die Idee ist, dass wir im hinteren Teil jetzt der Live-Session, wenn wir dazu kommen, so aus eurer Perspektive Do's und Don'ts sammeln. Das heißt, ich habe so einen Link, Olli, passt, Link, postet gleich noch in den Chat. Ich habe so einen Google-Doc angelegt, wo quasi eine Überschrift für Do's ist, eine Überschrift für Don'ts und auch eine Überschrift für Fallbeispiele. Und da würden wir anfangen, die reinzusammeln. Dieses Google-Doc lassen wir dann bis nächsten Freitag, 20.07., also genau eine Woche offen. Und dann würde ich da einmal drüber gehen, das ein bisschen verfeinern und dann entsprechend in unser Wikibook Lernen im digitalen Zeitalter übertragen. Genau, und dann gehe ich auch schon über, mal den Carsten vorzustellen, mit reinzunehmen. Grüß dich, Carsten. Hallo in die Runde hier aus Ingolstadt. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Sprint. Ich freue mich, dass so viele, jetzt schon 41 Personen, sich eingeloggt haben. Und ich bin gespannt auf euren Input, auf eure Meinungen, wie ihr das so findet, welche Erfahrungen ihr gemacht habt zu dem Thema kuratierte Inhalte. Genau, und ich würde es am Anfang, weil wir in den Kommentaren schon gesehen haben, dass die Bandbreite sozusagen, was man unter kuratierten Inhalten versteht, relativ groß ist, nochmal ganz kurz herleiten, wie sind wir eigentlich dazu gekommen, jetzt heute in dem Sprint mal dieses Thema zu behandeln. Ich hoffe, ihr könnt meinen Browser jetzt sehen. Ist das der Fall? Ja. Ja, wunderbar. Sehr gut. Ich mache das mal gerade ein bisschen größer. Also für die, die letztes Jahr im MOOCathon nicht dabei waren, wir haben ja die Ergebnisse der MOOC-Phase letztes Jahr zusammengeschrieben in so einem Wikibook. Und das seht ihr hier, wer auf de.wikibooks.org geht, findet da den Einsprungspunkt. Und dann muss man hier zu den Wirtschaftswissenschaften und dann ganz unten organisationales Lernen im digitalen Zeitalter. Da findet man dann das Inhaltsverzeichnis. Ein Teil des Inhaltsverzeichnisses ist die sogenannte Corporate Learning Toolbox und da haben wir ja auf einer separaten Seite quasi in der Tabelle in der linken Spalte mal alles so an Tools, Formate, Methoden irgendwie zusammengesammelt, was im Rahmen des MOOCathons erwähnt worden ist. Und wenn man da hier so ganz nach unten geht, dann findet man hier manchmal auch ein bisschen größer das Thema Kuratieren. Und man sieht jetzt, wenn man die Häkchen in der Spalte nach rechts geht, da sind die Häkchen noch nicht überall, also anders als vielleicht oben die externen Kurse oder auch Zertifizierung, was eigentlich alle teilnehmenden Unternehmen im Einsatz haben, ist das mit dem Kuratieren eben noch nicht so weit verbreitet. Und das ist dann auch am Corporate Learning Camp ein paar Mal aufgetaucht und haben uns gedacht, jetzt bei der Belegung der Sprints macht es Sinn, das vielleicht mal in Fokus zu nehmen. Und bevor wir jetzt dann gleich zum Carsten rübergeben und Ernst da mal ein paar Sachen zeigt, habe ich mal noch einfach die Seite rausgepickt aus der Wikipedia. Deutschsprachige Seite gibt es, glaube ich, gar nicht, aber eine englischsprachige. Was ist eigentlich Content Curation, damit wir da jetzt zumindest mal für die Stunde heute einen gemeinsamen Begriff davon haben. Und da steht, Content Curation is the process of gathering information relevant to a particular topic or area of interest. Service or people that implement Content Curation are called Curators, also das ist auch eine Rolle, so wie vielleicht Trainer, Lernbegleiter, Community Manager eine Rolle ist. Und Curation Services can be used by businesses as well as end users. Das heißt, ich würde jetzt mal vorschlagen, für heute, für die Session und die Diskussion bis nächsten Freitag, gehen wir mal davon aus, es geht darum, Lerninhalte zu kuratieren für den Einsatz in Unternehmenszwecken. Die Zielgruppe sind damit natürlich Mitarbeiter, die bisher vielleicht hauptsächlich Kurse belegen, E-Learnings machen und jetzt eben auch mit kuratierten Inhalten
in Berührung kommen. Und die Frage ist dann auch, wer sind die Rollen, also wer sind die Kuratoren, wer kann das machen? Kuratieren Mitarbeiter selber Dinge, User-Generated, Curated Content oder machen das eben Leute von in Weiterbildungseinheiten, Learning und Development Departments. Falls uns im Laufe des Prozesses in der Woche eine bessere Definition einfällt, dann können wir die natürlich gerne auch ersetzen und bei uns ins Wikibook reinschreiben. So, dann habe ich mal meine Freigabe wieder beendet und würde dich einladen, Carsten, sozusagen mal so einen kleinen Überblick zu geben, was ihr denn im Kontext Corporate Learning kuratierte Inhalte in Blended Learning Szenarien schon gemacht habt und was so eure Erfahrungen damit sind. Genau. Also wir müssen jetzt ein bisschen improvisieren, nachdem ich nicht auf meinem Arbeitsrechner unterwegs bin, weil man da leider nicht in unsere Websession reinkommt und auf meinem Rechner komme ich nicht in die Inhalte von Audi rein. Ich möchte aber trotzdem versuchen, euch einen Überblick zu geben über drei Projekte, die wir haben. Zum einen, das habt ihr auch in dem Audi-Blog lesen können, geht es um das Thema Udacity. Im zweiten Schritt möchte ich euch noch was erzählen über Iversity. Da haben wir ein kleines Projekt gestartet zum Thema agiles Management und dann noch einen Ausblick geben, wie wir intern bei uns ein Blended Learning gemacht haben, auch mit kuratierten Inhalten zum Thema erfolgreich präsentieren. Wenn immer ihr Fragen habt, am besten gleich über den Chat, dann versuche ich während des Sprechens mitzulesen und gleich auf eure Fragen einzugehen. Das heißt quasi, du zeigst gar nichts, sondern du erzählst jetzt. Dann lasse ich dann. Genau, weil ich kann nicht auf die Systeme zugreifen, weil auf meinem privaten MacBook komme ich einfach nicht in unsere Systeme rein. Also ich hoffe, der ein oder andere hat die Links gelesen, also den Audi-Blog und auch den Artikel aus dem Handelsblatt, beziehungsweise ist nicht Automobilwoche, wo das ja beschrieben ist. Ich würde das einfach gerne nochmal zusammenfassen und ja, erzählen, also genau, was unsere Treiber waren, was uns dazu bewogen hat, diese Wege zu versuchen zu gehen und was bei uns auch die Problematik bei diesen Themen war. Kann man im Prinzip auch sagen, wenn man nichts zeigen, wenn jemand jetzt Interesse hat, eine Frage zu stellen, kann er auch sein Mikro aufmachen und direkt. Genau, sehr fragen. Gerne. Also okay. Ich kann auch gerne im Nachgang nochmal gucken, dass ich ein paar Screens, ein paar Seiten zusammen bastel. Das habe ich jetzt in der Kürze der Zeit leider nicht machen können, da ich davon ausgegangen bin, dass wir das Live-System nutzen können. Ja, das Projekt 1, da ging es ja um das Thema Udacity. Das ist eine große amerikanische Plattform, die Inhalte anbietet. Für uns war es besonders wichtig zu wissen, wo bekommen wir Inhalte her zum Thema künstliche Intelligenz, Big Data, autonomes Fahren. Und da sah es natürlich relativ dunkel aus. Wir wollen natürlich auch versuchen, diese Themen bei uns in den Fachbereichen zu etablieren. Wir haben noch keine Trainer, wo wir in der Masse auch drauf zugreifen können. Und die Idee war dann zu sagen, warum versuchen wir es nicht mal mit einem externen Partner, der uns Inhalte anbietet, die wir zusammen mit dem externen Partner aber nochmal für uns anpassen. Also wir haben die ausgesucht, das Material. Wir haben besprochen, welche Anpassungen vorgenommen werden müssen. Das ist für uns also das Kuratieren. Weil es ganz, ganz wichtig war, dass wir einen individuellen Fokus haben, auch auf die Bedürfnisse aus unseren Fachbereichen. Die Zielgruppe, das waren alles Mitarbeiter der Audi AG, die sich in diesem Thema schlau machen wollten, angefangen von Einsteigerthemen, was ist überhaupt Big Data, wie kann man einfache Analysen fahren, bis wirklich hin zu einem sechsmonatigen Programm, wo programmiert wurde, wo man wirklich fachspezifische Qualifikationen erwerben konnte. Udacity spricht davon sogenannten Nano-Degrees, die mittlerweile auch im amerikanischen Raum durchaus anerkannt sind. Bei uns ist es so, da ist ja auch immer die Frage, was habe ich davon? Bekomme ich dann tatsächlich auch ein Zertifikat? Also unsere Mitarbeiter bekommen dann tatsächlich ein Zertifikat und bei uns nennt sich das Bildungshistorie. Das heißt, das kann man dann in seine Personalakte eintragen lassen, so dass man dann auch den Nachweis hat, okay, ich habe das gemacht.
Was spannend war an der ganzen Geschichte, oftmals ist ja zu hören, dass die Abbruchquote bei solchen online kuratierten Inhalten sehr, sehr hoch ist. Bei uns war die gleich null. Das war natürlich sehr, sehr erfreulich, weil Alles sind bis hinten durchgekommen. bitte? Alles sind bis hinten an den Kurs abgeschlossen. Alles sind durchgekommen, genau. Und das ist natürlich sehr, sehr erfreulich. Auf der einen Seite natürlich das Erfolgserlebnis zu haben, dass die Inhalte auch von A bis Z durchgearbeitet wurden, dass wir davon auch ausgehen konnten, dass die Mitarbeiter das verstanden haben. Und es ist natürlich auch keine Frustration dann, dass man sagt, ja, ich bin einfach nicht richtig begleitet worden. Das war uns also wichtig. Wir hatten immer eine Begleitung von den Experten von Udacity an der Hand und hatten natürlich auch noch unsere internen Begleiter, sodass niemand alleine war, sondern immer die Teilnehmer die Möglichkeit hatten, auf einen Tutor beziehungsweise auf einen Fachexperten zurückzugreifen. Die Teilnahme, also ich gehe jetzt auf eine Frage ein vom Oliver, die Teilnahme war freiwillig. Die Mitarbeiter, die sich dafür melden konnten, hatten auch die, ich sage jetzt mal, die Rückendeckung, die Freigabe von ihren Chefs. Und wir sind ungefähr von der Länge von 10 Stunden pro Woche ausgegangen. Dafür waren die Mitarbeiter also auch in Anführungszeichen freigestellt, diese Inhalte auch bearbeiten zu können. Das Wichtigste dabei war, es waren 25 Teilnehmer. Das Wichtigste war dabei, wirklich für uns die Kombination aus den zur Verfügung gestellten Inhalten, Aufgabenstellungen. Also die Teilnehmer mussten nicht nur lesen, sondern die mussten aktiv auch tatsächlich Aufgaben, kleine Projekte bewältigen, um ihr Wissen, das sie dort erlernt haben, zum einen anwenden zu können, aber auch die Ergebnisse mit den Tutoren auch diskutieren zu können. Und das Feedback war wirklich durchweg positiv. Ich glaube, das lag an mehreren Kriterien. Zum einen natürlich, die Leute hatten Bock drauf, es war was Neues. Das Thema reizt die Teilnehmer, was auch wirklich im täglichen Doing erforderlich ist. Und es war was Praxisnahes. Also die Teilnehmer konnten das sofort in ihren Arbeitsumfeld, in ihr tägliches Leben mit einbauen. Und ich lese jetzt gerade hier, kamen die Aufgaben von euch? Ja, das war eine Kombination aus den Experten von Udacity und unseren Kollegen, die das begleitet haben. Die war sehr fleißig hier, der Chat schon. Waren die Tutoren, ja. Also zum einen gab es die Tutoren von Udacity und von uns und die haben sich diese Rollen sozusagen aufgeteilt. Es gab ja auch Freitagnachmittag so ein Meetup, wo sich Leute dann physisch treffen konnten, so ähnlich wie die Genau. Gruppen im Mukaton. Genau. Das war ganz interessant, hatte ich mal mit einem gesprochen, der hat gemeint, dass aus seiner Sicht war das ein wichtiges Feature auch, um Leute am Ball zu halten und so ein bisschen bei so Themen wie Mathematik auffrischen, Statistik auffrischen, helfen, irgendwelche Machine Learning Tools auf Audi-Rechner zum Laufen zu kriegen, eben mitzuhelfen. Also ich glaube, das reine Online ist das eine, aber sozusagen dafür zu sorgen, dass Leute persönlich noch interagieren können, ist sicher auch ein Genau. wichtiger Aspekt. Also das war, glaube ich, auch einer der Erfolgsfaktoren, dass es eine Kombination gab aus der Möglichkeit, sich online natürlich selber mit den Inhalten zu beschäftigen, online mit den Tutoren zu treffen, Aufgaben zu bewältigen. Also da ging es dann tatsächlich darum, Konzepte zu erstellen, kleine Programmieraufgaben zu lösen, die jedes Mal individuell auf den einzelnen Mitarbeiter auch zugeschnitten waren. Und das war wirklich ein sehr, sehr großer Erfolg. Da ist jetzt die Frage, wie haben die Führungskräfte darauf reagiert? Die haben da sehr positiv darauf reagiert, weil wir wissen, dass wir einfach diese Kompetenzen in Zukunft brauchen werden. Und leider funktioniert das mit dem Nürnberger Trichter noch nicht so gut. Simon, du bist zwar aus Nürnberg, aber Ja, wir haben hier ich den echten glaube, funktioniert. es ist noch nicht zur Serienreife gelangt. Und wir glauben, dass das ein sehr, sehr guter Weg ist, sich diesem Thema annähern zu können. Und vor allem bei Udacity, bei unserer Erfahrung, hat man natürlich auch die Fachexperten, die sich mit diesem Thema auch wirklich sehr, sehr gut auskennen.
Hier ist jetzt noch die Frage, was heißt auf die Mitarbeiter oder auf den Einzelnen zugeschnittene Aufgaben? Also wenn jetzt ein Mitarbeiter aus einem bestimmten Bereich gekommen ist, die Kollegen sprechen natürlich auch miteinander, dann wurden eben die Aufgaben oder die Anforderungen, die man in diesem Modul zu erfüllen hatte, individuell besprochen und dann hat es geheißen, okay, dann suchen wir uns jetzt ein Projekt, eine Programmieraufgabe, die eben genau für dich passt. Im Gegensatz zu vielen anderen Online-Lösungen, da gibt es dann halt einen standardisierten Multiple-Choice-Fragebogen, den füllt dann jeder mehr recht als schlecht auf und eigentlich ist es nur eine Reproduktion von Wissen, aber da findet kein tatsächlicher Erkenntnisgewinn statt, wenn ich keine individuelle Aufgabe lösen muss. Und da geht eben nicht Ja und Nein, sondern ich muss tatsächlich eben intellektuell mich diesem Thema nähern, überlegen, nachdenken, nachforschen. Und das ist für uns in dem Fall der bessere Ansatz. Ich habe in den Kommentarbeiträgen mal ein bisschen gestöbert. Da war dann auch die Frage, wie kommt man auf so einen Anbieter? Also wir haben eine relativ breit angelegte Recherche gehabt. Viele Anbieter haben tolle Inhalte, aber sind für uns aus technischen und auch aus datenschutzrechtlichen Gründen einfach nicht möglich, weil die nicht die Anforderungen erfüllen, die wir brauchen, um unsere Mitarbeiter beziehungsweise die Daten unserer Mitarbeiter zu schützen. Und nach langem Suchen, jetzt bin ich gerade rausgeflogen, habe ich Nee, gesehen. du bist noch da. Alles Ach gut. so, also nach längerem Suchen hat sich dann der Fachbereich für Udacity entschieden. Das ist sicherlich nur eine von vielen Lösungen, Anbietern. In dem Fall jetzt haben wir eben die Erfahrung gemacht, dass es sehr, sehr positiv gelaufen hat. Hat man da denn, wenn ich kurz fragen darf, eine enge Kopplung der Systeme? Also meldet sich ein Audi-Mitarbeiter mit seinem Audi-Account an oder kriegt man da einen Udacity-Account? Ist das irgendwie mit euren HR- und Trainingssystemen gekoppelt oder ist Nein, einfach das die ist nicht, das ist nicht nicht gekoppelt? gekoppelt, weil das einfach, wenn man weiß, wie kompliziert und komplex SAP-Systeme funktionieren, dann ist das im Rahmen von einem Piloten nicht möglich. Also da ging es vor allem darum, wie können wir die Anonymität der Mitarbeiter auch sicherstellen. Da kann ich dann nachher nochmal was erzählen, wie wir das bei Iversity gemacht haben. Also man darf sich eben nicht mit seinem Login so anmelden. Es darf also nicht nachvollziehbar sein, wer ist. Also da lese ich jetzt noch, wurden die eingereichten Aufgaben auch überprüft, bewertet? Ja, natürlich, es gab immer ein individuelles Feedback. Und das war von den Fachexperten von Udacity. Was ich noch spannend fand, wir hatten ja dann auch, glaube ich, das war dann nach dem Kurs, das Big Data und Machine Learning Barcamp. Es gibt extern auf der Social Media Plattform gibt es die zwei Communities, Machine Learning und Big Data. Und das Orga-Team dieses Barcamps hat sich im Wesentlichen auch aus den Tutoren zusammengesetzt. Und das war dann ein Tag sozusagen nochmal Barcamp mit 20 Sessions, wo dann teilweise man eben auch gemerkt hat, dass Themen, die vielleicht noch offen geblieben sind, Udacity-Kurs oder neue Leute ongeboardet werden sollten, da eben auch nochmal die Möglichkeit hatten, zu interagieren miteinander und Erfahrungen auszutauschen. Genau, also das ist wirklich auch die Verknüpfung von mehreren Elementen, Online-Elemente, der Austausch der Tutoren und der Teilnehmer. Es gab physische Treffen der Gruppe, es gab, Simon, wie du es angesprochen hast, das Barcamp, wo man auch nochmal die Kontakte vertiefen konnte und wirklich auch ins Detail gehen konnte, weil wir glauben, die reine Zurverfügungstellung von Online-Inhalten funktioniert nur sehr begrenzt, um erfolgreiche Ergebnisse erzielen zu können. Da gehen die ersten zur Fragestellung im Fettdruck über. Du kannst, wenn du magst, kannst du auch erstmal die Beispiele alle sagen und Genau. dann gehen wir die Fragen nach und nach Also durch. das war das Beispiel, das in dem Bereich künstliche Intelligenz und Big Data und Data Analytics gelaufen ist. Wir hatten dann noch ein anderes Thema, da ging es um das Thema agiles Management. Das versuche ich euch jetzt mal freizugeben. Warte mal, da muss ich dein Spotlight entsperren. So. Da ging es um das Thema agiles Management, der schnelle Weg zum besseren Ergebnis.
Thematisch war der Kurs auf, wir haben uns insgesamt 4 Monate gegeben, diesen Kurs zu bearbeiten. Es gab keinerlei Vorgaben, wer wie schnell diesen Inhalt bearbeiten muss. Insgesamt war das in mehrere Kapitel aufgeteilt. Grundprinzipien, man kann da jetzt mal reinspringen. Es ging immer auf Basis von Videos, wurde die Problemstellung aufgezeigt. Es gab dann Fragen zu diesen Videos. Es mussten verschiedene kleinere Arbeiten angefertigt werden zu einem bestimmten Thema. Und es gab auch ein Austauschforum, Diskussionen. Und wenn man jetzt hier schon sieht, da gibt es den Kevin Block und den Timo Menge. Das waren Fantasienamen. Das heißt, wir haben von den Kollegen von Iversity verschlüsselte Namen bekommen, damit niemand wusste, wer ist. Und auch die Kollegen von Iversity wussten nicht, wer der Kevin Block und wer der Timo Menge ist, um einfach sicherzustellen, dass jeder individuell sich dort frei bewegen kann, ohne dass man nachvollziehen kann, um wen das geht. Also ähnlich wie in unserem Google-Doc, da ist gerade auch das anonyme Walross und der anonyme Dalmatiner Genau. unterwegs. Ja. Das hat natürlich, jetzt muss ich mal schauen, ob unsere Sachen noch drin sind. Das hat natürlich durchaus Vorteile aus Datenschutzsicht, führt aber dazu, dass es wahnsinnig schwierig ist, wenn man nicht weiß, wer der Jürgen Weise ist. Und man kann den eben nur online befragen. Also wir wussten zwar, wir sind keine so große Abteilung, in der wir das durchgeführt haben. Wir wussten aber nicht, wer ist. Und irgendwie war das doof, weil in echt konnten wir wirklich nie so richtig über die Themen diskutieren. Das war ein großer Nachteil. Der nächste Nachteil war in Abgrenzung zu Udacity, die Aufgaben, die dort gestellt wurden, waren zum einen Single-Choice-Aufgaben, die so einfach waren, dass man eigentlich nicht viel falsch machen konnte. Und die Aufgaben, die wir bearbeiten sollten oder mussten, konnte niemand so richtig überprüfen, weil wir hatten keinen Tutor, wir hatten nur uns, und das ist dann so, wie wenn der Blinde von der Farbe spricht. Wir wussten nie, haben wir das jetzt richtig gemacht oder haben wir das nicht richtig gemacht. Insofern war das ein bisschen schwierig und hat dann auch irgendwie dazu geführt, dass jeder gesagt hat, naja, also eigentlich wissen wir ja gar nicht, ob das richtig ist, und wir würden uns schon einen Tutor wünschen. Das war also auch unsere Lesson learned. Es gab zwar jemanden, den man fragen konnte, wenn es irgendwelche Probleme bei der Bedienung dieser Plattform gab, aber es gab niemanden, den man inhaltlich befragen konnte. Und gab es dann nicht irgendwo intern dann relativ schnell so eine Lookup-Tabelle, wo man dann diese anonymen Namen auf echte Ja, das, Audi-Namen also das macht? haben wir ganz bewusst eben nicht gemacht. Aber durch die Nutzer selber? Ich meine, das kann man. Ja, aber also das war ja was, wo wir gesagt haben, wir wollen das eigentlich ganz bewusst so machen, weil wenn wir es später so haben, dann wissen wir, dann sollen die Leute das ja auch nicht machen. Und wir wollten ganz offen aufzeigen, dass das nicht gut ist, wenn man nicht weiß, wer derjenige ist Ja. und nicht mit Klarnamen unterwegs ist. Also das ist auch so, wir wollten ja eine Lesson learned machen. Ist das sinnvoll oder nicht? Und für uns ist es in keinem Fall sinnvoll, wenn man anonym unterwegs ist, weil oftmals ist ja wichtig zu wissen, wer kommt aus welchem Fachbereich, wer hat welche Problemstellungen, wer steckt in welcher Organisationsstruktur, wer ist durch welche internen Regularien gebunden. Also insofern ist gerade bei uns, bei so einer großen Organisation schon wichtig zu wissen, wer kommt woher, was macht er, welche Rolle hat er. Ja. Und wenn man das alles anonymisiert, wird es sehr, sehr schwierig. Das war also so unsere Lesson learned. Die Qualität der Videos, also der Videocontent, war natürlich der Hauptinhaltslieferant, und mitgeltende Dokumente. Ja, da kann man drüber streiten. Es ist immer gut, finde ich, wenn der Content auf Video basiert. Ob das der einzige Weg ist, wirklich nur Online-Inhalte zu vermitteln. Also im Vergleich zu Udacity waren wir hier auch nicht so zufrieden, weil man eben alle Informationen nur online bekommt, keinen Sparringspartner hat, den man tatsächlich inhaltlich befragen kann. Pass mal auf, ich habe dieses Problem in der Praxis. Kann ich denn diese Methode überhaupt anwenden? Ist das sinnvoll? War für uns einfach zu wenig. Und es ist kein echtes Blended Learning. Es ist nicht wirklich tutoriell begleitet. Es sind zwar kuratierte Inhalte, die wir uns so
ausgesucht haben, aber die wurden auch nicht individuell an unsere Bedürfnisse angepasst. Quasi so eine moderne, webbasierte Form von Telekolleg. Das trifft es ziemlich gut. Ja. Mhm. Und also das war das Thema Iversity. Das andere Thema, das ich Joachim fragt gerade noch, ob Anonymisierung für euch jetzt quasi vom Tisch ist. Also ob ihr sagt, das macht ihr nicht mehr. Oder gibt es noch Doch, Fälle? Also wir sind auf der Suche nach einer technischen Lösung, wo man das so gestalten kann, dass die Daten, also dass es keine Zuordnung geben kann. Auf Ups. Ich höre dich nicht mehr. Hallo? Jetzt höre ich dich wieder. Genau. Also die Lösung ist technischer Art, dass wir versuchen, eine Blackbox dazwischen zu schalten, dass der Dienstleister bzw. auf dem Server des Dienstleisters nicht gespeichert wird, wer ist, wir aber sehr wohl erkennen können bei uns, welche Person sich hinter welchem Namen versteckt. Okay. Das scheint nicht ganz banal zu sein, aber ist für uns einfach eine wichtige Voraussetzung, sobald wir uns außerhalb unserer Audi-Welt bewegen. Im nächsten Beispiel, da geht es darum, wir haben ein Seminar, das nennt sich Erfolgreich präsentieren, ist ein Dauerbrenner-Thema bei uns, wie vielleicht in anderen Unternehmen auch. Die Grundlagen der Präsentation, wir führen das, glaube ich, so 30 Mal im Jahr durch, ist ein zweitägiges Präsenzseminar, wo es darum geht, Fertigkeiten der Präsentation zu erlernen. Und wir haben gesagt, es wäre ja schön, wenn man so Grundlagenthemen wie, was ist Lampenfieber, wie baue ich eine Präsentation richtig auf, wie steige ich ein, dass man diese Themen in kleine digitale Bausteine, in so Learning Nuggets packt und im Vorfeld schon Instruktionen gibt, dass man sich das durcharbeiten muss, ein Einführungs-WBT hat, was in diesem Blended Learning Szenario auf einen zukommt. Das haben wir zusammen mit einem Dienstleister vorhandene Kurse uns angesehen, die ausgewählt, auf unsere Bedürfnisse angepasst, also die Inhalte angepasst, adaptiert und mangels einer Plattform, also wir haben zwar SAP, ist aber nicht sehr, sehr gut geeignet, um Blended Learning Szenarien abzubilden, haben wir uns überlegt, wie könnten wir denn trotzdem so ein Szenario darstellen. Jetzt haben wir aber, vielleicht hat es der Simon schon an der einen oder anderen Stelle mal erzählt, ein System, das nennt sich Auditeam, das basiert auf Jive. Das ist eine Social-Media-Plattform, in der man verschiedene Communities anlegen kann und in diesen Communities besteht die Möglichkeit, Inhalte darzustellen und auch verschiedene Aufgaben zu stellen, verschiedene Strukturen aufzubauen. Und wir haben dann also die Teilnehmer einzeln für diese Communities berechtigt, haben die Inhalte zur Verfügung gestellt und jede dieser 30 Communities hat für sich eine abgeschlossene Untercommunity, um dort nochmal über die Inhalte zu diskutieren, über die Erfahrungen zu diskutieren, über Hausaufgaben zu diskutieren. Ist eine sehr, sehr umständliche Lösung, aber sie funktioniert und das ist auch ein Beispiel für uns, wie man soziales Lernen mit kuratierten Inhalten verbinden kann, auch wenn man nicht zwingend eine Lernplattform hat, die zu 100% dafür ausgelegt ist. Also wir haben da versucht, aus verschiedensten Tools, die uns bei Audi zur Verfügung stehen, ein Gesamtkunstwerk zu schaffen, wo wir immer wieder auf die verschiedenen Systeme verlinken und referenzieren. Ich poste gerade mal einen Link in den Chat mit so einer Basispräsentation, falls das jemand interessiert, wo man die sieht, was das Audi-Team ist. Genau. Also, ich gucke jetzt nochmal die Fragen an. Willst du deinen Desktop noch sharen? Weil im Moment sehen wir jetzt gerade. Achso, den können wir mal ausschalten. Präsentation beenden, genau. Also Slack haben wir bei uns nicht im Einsatz. Für uns ist Jive eigentlich das führende Tool, das wir haben. Wir haben noch die Möglichkeit, Threema-Gruppen einzusetzen, wird aber eher selten gemacht im Moment, vor allem nicht bei dieser Größe von Angeboten. Das ist eher in kleinen Projekten dann der Fall. Jetzt sind wir auch Punktlandung bei 13:30 Uhr. Ich habe jetzt auch mal alle
Teilnehmer, alle 56, zu Referenten gemacht. Also wenn es dir nichts ausmacht, würde ich sagen, wer eine Frage hat, kann auch ja, gerne. Also gerne sich ich versuche, mit so Bild gut zu beantworten, wie es geht. Mit Bild und Ton einschalten. Ich habe eine Frage, die mir auf den Nägeln brennt. Ich hatte vorhin gesehen, der Jöran ist da, der ist so also ein Verfechter von OER-Inhalten. Jetzt sind ja diese Plattformen wie Udacity, das sind ja alles Plattformen, wo man wahrscheinlich Content lizenziert und einkauft, so wie man auch E-Learning-Content einkauft. Wie geht man denn damit um? Ist das quasi so vom Geschäftsmodell dieser Anbieter ähnlich, wie wenn ich jetzt ein Office-Training bei einem E-Learning-Content-Anbieter einkaufe, ja, oder funktioniert es irgendwie anders? Nee, das Prinzip ist gleich. Funktioniert genauso. Man sucht sich aus, welche Kurse man haben will, welchen Grad der Betreuung man haben will, und dann ist es ein ganz normales Lizenzgeschäftsmodell. Okay. Okay, gut. Also wer möchte, schaltet sein Mikro frei. Wer möchte, schaltet sein Video dazu frei. Und dann können wir den Carsten mal grillen mit Fragen. Bis jetzt noch keiner, alles schweigt. Oder haben wir eine kurze Session heute? Aber das glaube ich nicht. Oder klappt es nicht mit dem Mikro freischalten? Aber eigentlich müsste es. Hallo, Magnus also hier? Ja, hallo, servus. Ihr könnt mich offenbar hören. Ja. Ich hatte eben schon mal kurz im Chat die Frage gestellt. Also was mir halt fehlt, ist tatsächlich also jetzt doch so eine Community-Unterstützung zwischen den Teilnehmern, dass man irgendwie die Leute, die am Kurs teilnehmen, sich austauschen können. Also das. Da sehe ich jetzt sehr, sehr viel Potenzial drin. Genau. Also deswegen, also wir haben ein Modell, wo das tatsächlich nicht funktioniert hat, weil es nicht vorgesehen war. Das war das Modell mit Iversity. Da konnten wir uns nur innerhalb dieser Community austauschen, aber nur mit anonymen Namen. Bei Udacity und auch bei unserer Lösung mit dem erfolgreich präsentieren, ist es so, dass die Teilnehmer sich zum einen global über das Thema erfolgreich präsentieren austauschen können. Aber was für uns auch ganz wichtig war, dass es eine isolierte Gruppe gibt pro Durchführung, wo nur die 12 Teilnehmer des jeweiligen Durchlaufs ihre ganz speziellen Themen austauschen konnten. Weil da ist es ja oft so, da lässt du dann die Hosen runter und sagst, naja, also präsentieren war noch nie meine Stärke und ich habe da immer Angst und das ist ganz, ganz schlimm. Das wollen wir eben abkapseln. Aber für uns ist der Austausch wirklich das A und O. Also der Inhalt, den brauchst du, aber den brauchst du, um über irgendwas sprechen zu können. Und der Austausch ist für uns das Wichtigste überhaupt. Also wir glauben, dass die reine Bereitstellung von Content auf welcher Plattform auch immer, immer schlechter sein wird, als wenn du die Möglichkeit hast, dich mit einem Kollegen auszutauschen. Da würde ich das gerne heißt, mal nachfragen. Oh, sorry. Dann warte ich. Magnus, zuerst? Also vielleicht eine kurze Rückfrage. Also das heißt, ihr habt sowohl diese interne Gruppe der Teilnehmer, wo die sich untereinander nur austauschen können, als auch die Möglichkeit, das, was man erlernt hat, irgendwie global zu tauschen sozusagen. Oder das also auf beides global sind. Ist immer bezogen auf Audi, weil ich habe von der Martina hier eine Frage. Waren auch Mitarbeiter von Mercedes und BMW dabei? In unserem Fall nicht, weil wir natürlich da schon unter uns bleiben wollen. Es ist aber so, wenn ich mich jetzt bei Udacity oder einem der großen Plattformen anmelde, und zwar privat in erster Linie, also offiziell funktioniert es noch nicht, dann bin ich natürlich auch mit anderen Kollegen unterwegs und dann gibt es bei uns halt die Policy, ich muss wissen, welche Informationen, wenn ich vor allem aus der technischen Entwicklung komme, ich in so einem Bereich überhaupt preisgeben kann, will und darf. Okay, danke. Harald so, Lauritsch okay. Hier. Moment, erst die Kollegin. Jetzt sagst du deinen Namen kurz dazu. Danke, Teda, hallöchen. Ah, ja. Ich wollte mal nachfragen, Carsten, wie ist es denn bei euch mit der Kollaborationsbereitschaft der Teilnehmer untereinander so gelaufen? Weil wir das gerade bei uns feststellen, dass das doch nicht so ganz einfach ist. Die hätten ganz gerne, dass wir als Tutoren auch tätig werden, um Termine vorzugeben, wann man in die Gruppenarbeit geht und so weiter. Wie war das bei euch? Also das hat eigentlich erstaunlich gut funktioniert, weil die Leute natürlich super motiviert waren. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man jetzt einen Standardkurs hat, wie jetzt bei dem erfolgreich präsentieren. Da ist es so, da gab es tatsächlich Hausaufgaben, da gibt es Dinge, Präsentationen, die man vorbereiten soll und muss.
Aber bei dem Udacity-Kurs und auch bei uns bei Iversity, da war es von vornherein so, wir wussten zwar nicht, wer irgendwie jetzt was geschrieben hat, aber wir haben uns natürlich über diese Aufgaben ausgetauscht und wir haben das auch gar nicht so formal gemacht, dass wir Termine hatten, sondern unsere Abteilung ist ja nicht so groß, sondern wir haben uns einfach immer entweder beim Mittagessen oder bei der Kaffeepause oder irgendwann ausgetauscht. Ich glaube, es ist so ein schmaler Grat, also wenn man zu sehr eingreift, dann ist man sehr schnell im schulischen Bereich und die Teilnehmer fühlen sich bevormundet. Und gerade bei so einem Selbstlernszenario wie bei Udacity, da sind die Inhalte ja schon sehr, sehr anspruchsvoll und die Teilnehmer organisieren sich da sehr, sehr gut selber. Das ist ja schön, dass die das bei euch machen. Dann müssen wir nochmal nachforschen, woran das bei uns konkret liegt, weil wir haben also auch gedacht. Vielleicht ist es tatsächlich auch ja. Es kann an den Themen liegen, es kann an der Gruppe liegen. Aber also wie gesagt, unsere Erfahrung ist, wenn man zu sehr reguliert, dann wird es sehr schnell zu einer Bevormundung. Okay, danke dir. So, dann haben wir den Harald, glaube ich, oder? Genau, da ist er. Und danke für den Übergang. Zu dem Thema, wie kriegen wir die Leute zusammen? Wir versuchen da momentan sehr, sehr erfolgreich im Prinzip das, was wir aus Working Out Loud gelernt haben, anzuwenden auf alle möglichen Kontexte, nämlich in Circles zu gehen mit 5 Menschen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass so bei Präsentationen beispielsweise es ein wahnsinnig schönes Format ist. Wie kann man es anschubsen bei Leuten, die sowas gerne ein bisschen fremdgesteuert angehen, weil sie noch nicht so vertraut sind, kann man auch bei Working Out Loud spicken. Ich nehme einen Facilitator her, der schubst mal einen Zirkel an. Der schaut vielleicht nach 3-4 Sessions wieder mal rein, wenn er gefragt wird. Und ich glaube, so kann man dann ganz gewaltfrei die Menschen dorthin führen. Und wir haben gerade Erfahrungen gemacht beim echt krassen Ding, wir nennen das Chancen aus Angst, wo hier Menschen virtuell zusammenkommen, um wirklich so solche Themen zu diskutieren und in verschiedene Formate auszuprobieren, ganz persönlich. Und selbst da funktioniert es. Wow. Also finde ich sehr, sehr guten Ansatz, weil das ist nicht so ganz formal. Das ist ein Angebot, das kann man wahrnehmen. Die Gruppengrößen sind sehr, sehr klein. Und ich glaube, gerade bei dem Thema Präsentationen spielen doch Ängste mit. Und dann bewegt man sich lieber in der Gruppe, die man vielleicht kennt, kann da schon mal die Präsentation vor einem vertrauten Kollegen halten. Und das mit Working Out Loud zu kombinieren, finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz. Also, wobei ich die Kombination jetzt nicht unbedingt so gemeint war, sondern nur das Format. Man kann es aber auch kombinieren, klar. Danke. Ja, hallo Carsten, hier ist Matthias Blank. Hallo Matthias. Ich habe eine Frage nochmal zu dem Thema Anonymität. Das eine Thema ist ja, dass man dann schwieriger miteinander kollaborieren kann. Das andere Thema ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr habt das jetzt bisher ja in einem Piloten gemacht mit einer überschaubaren Zielgruppe. Wenn die Zielgruppe größer wird, wird die Administration von anonymen Usern ja nochmal komplizierter, besonders in Hinsicht auf das Thema. Wir haben im Konzern ja das, dass wir eigentlich alles, was einen Lernerfolg mit sich bringt, auch in die Personalakte bringen wollen. Also das ist relativ einfach, das in die Personalakte zu bekommen, weil wir kriegen sozusagen eine Liste mit Mickey Mouse und wer alles da diesen Kurs bestanden hat, der geht an einen Mitarbeiter der Audi AG und der hat die Verschlüsselung, wer ist Mickey Mouse. Und dann heißt es, Mickey Mouse ist der Carsten Freundl und wir können dann ein Zertifikat erstellen. Also das kriegen wir von Udacity, da wird der Name eingetragen. Und bei uns ist es so, dass Mitarbeiter selbst initiiert Dokumente in Audi-Qualifizierung, also das ist unser Bildungsportal, hochladen können und dadurch dann ein Eintrag in die Bildungshistorie nach Freigabe des Chefs erfolgt. Also das funktioniert sehr gut, das ist ein händischer Aufwand. Ich habe vorhin ja erzählt, wir versuchen da Lösungen zu finden, wie man das anders machen kann. Weil ich finde es schon wichtig, dass man mit Klarnamen arbeiten kann, um einfach auch zu wissen, aus was für einer Kontextwelt kommt der, was hat der für eine Rolle, was hat der für eine Ausbildung, was hat der für einen Aufgabenbereich. Im Moment ist es halt noch ein Pilot und eine Krücke und damit sind wir nicht glücklich, aber man muss eben mit diesen Rahmenbedingungen im Moment leben.
Okay, also das Ziel ist, den Workaround abzuschaffen, weil wenn man dann mal ein paar tausend Leute hat, dann kann man ja jemanden dafür abstellen, der nur noch genau. Excel-Tabellen wieder rückführt aus genau. der Anonymisierung. Und das kann man sicherlich auch automatisiert machen. Irgendwann okay. mal. Also wie gesagt, da arbeiten wir noch an der Lösung. Im Moment ging es uns vor allem darum, zu zeigen, dass solche Inhalte, solche Formate möglich sind, dass die sehr, sehr hilfreich sind für verschiedene Themen. Also wahrscheinlich gibt es noch viel mehr Themen, wo das funktionieren kann. Und das waren eben drei exemplarische Beispiele, wo wir gesagt haben, da können wir es uns vorstellen und da wollen wir es auch ausprobieren. Mhm, Dankeschön. Ich habe eine Meta-Frage gesehen, der hat gefragt, ob das Google Doc auch öffentlich geshared werden kann. Ja, selbstverständlich. Also das könnt ihr gerne teilen. Die Idee ist ja ohnehin, dass wir das dann nächsten Freitag übertragen ins Wikibook. Und Wikibook ist unter CCBY-Lizenz. Also da wird es dann eh reusable Content, gerne twittern, Link teilen und so weiter. Der Harald hat noch eine Frage gehabt zum Thema, können die Mitarbeiter auch selbstständig Inhalte auf Udacity bearbeiten? Also im Moment ist es so, jeder Mitarbeiter kann natürlich, also wir kontrollieren das ja nicht, kann natürlich dort auch privat sein Degree anfangen, einreichen. Da gibt es ja manche, die kostenlos sind, manche sind muss er bezahlen. Wenn die zu bezahlen sind und er sich da selber anmeldet, dann wird es wahrscheinlich relativ schwierig werden. Wenn er den erworben hat, dann kann der den natürlich auch, also wenn er ihn bezahlt hat und ein Dokument hat, dann kann er den natürlich auch selber in die Bildungshistorie eintragen. Das steht dann nicht durch Audi initiiert, aber er kann trotzdem, wenn das eben zu seinem Profil passt, das in seine Bildungshistorie hochladen. Ist das ähnlich, wie wenn er bei einer lokalen Volkshochschule einen Kurs belegen würde? Genau. Also wenn er da jetzt, bei uns ist immer so dieses Beispiel Töpferkurs auf Malle, der wird wahrscheinlich nicht freigegeben werden. Aber wenn er tatsächlich jetzt sagt, ich habe die letzten 6 Monate auf eigene Kosten oder in meiner Freizeit Deep Learning 1, 2 und 3 gemacht, dann wird wahrscheinlich keiner die Freigabe verweigern. Hallo Carsten, da ist der Oliver. Hallo. Gerade zu der Frage nochmals, und zwar Udacity-Inhalte sind ja zum Teil recht teuer, also die sind schon hat nennenswerte Beiträge, was die zum Teil kostet. Ich weiß es von dem Podcast, dem T3N-Podcast mit dem Sebastian Drohn, dem Gründer von Udacity, ja. dass es andere Automobilhersteller so machen, dass sie einen Teil zahlen lassen von den Mitarbeitern, damit diese die Intention und die Motivation bleibt, das zum Vollende. Ist das bei euch auch geplant, dass ihr halb-halb oder einen Teil die Mitarbeiter zahlen lasst? Vielleicht, wenn sie jetzt Weiterbildung macht auf Udacity oder Inhalte konsumiert, die vielleicht nicht unmittelbar mit dieser Arbeit zu tun haben, aber im weiteren Sinne doch? Also momentan ist mir nichts bekannt. Also wenn eine Weiterbildung tatsächlich für den Mitarbeiter notwendig ist und das die Führungskraft freigegeben hat, dann wird das auch bezahlt. Also, dass es da irgendwelche Kostenteilungen gibt, ist vielleicht eine gute Idee, aber mir ist es nicht bekannt, dass es das bei uns gibt. Okay, weil schön wäre es ja wirklich, wenn hochmotivierte Mitarbeiter wirklich in der privaten Zeit weiter an Themen bleiben, wo im weiteren Sinne damit zu tun hat. Man sollte ja diese Mitarbeiter nicht ausbremsen. Ne? Auf keinen Fall. Also wie gesagt, in der Regel ist es so, ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, wenn ich bis jetzt eine Weiterbildung gebraucht habe und die sinnvoll war, dann habe ich die auch bekommen. Okay. Und klar, also ich meine, Qualität hat seinen Preis. Ich weiß, dass die Udacity-Inhalte nicht günstig sind, nur die Alternativen im kommerziellen Bereich sind natürlich gar nicht so groß. Gut, Martina hat dann auch geschrieben, so in Richtung Überblick andere Anbieter, sie zählt auf Udacity, Iversity, auch Udemy, MOOCHouse, Open, HPI wahrscheinlich, nicht HDI. Habt ihr da irgendwie so einen Marktüberblick oder so, sagen wir mal, also, für bestimmte Themen, sowas wie ja, Udacity, wir haben ja auch Themenschwerpunkte, da kriege ich jetzt ein Office 365 Training.
ab welche Anbieter ihr für welche Inhalte vielleicht in Zukunft zurückgreifen würdet? Wir haben darüber tatsächlich zu dem Thema eine Masterarbeit erstellen lassen, die ist allerdings nicht öffentlich. Okay. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Kriterien. Und die inhaltliche Güte kann eigentlich immer nur der Fachbereich tatsächlich mit den Fachexperten beschreiben. Also wenn ich jetzt meine Erfahrungen zwischen bei Udacity und Iversity vergleichen würde, für die zwei Kurse, die ich eben kenne, würde ich sagen, dass die Qualität und die Tiefe und die Aufbereitung der Inhalte bei Udacity schon eine andere ist als bei Iversity. Ja. Aber das ist einfach auch dem Thema und der Herangehensweise geschuldet. Und da muss wirklich jeder Fachbereich für sich selber mit den Experten entscheiden. Also bei uns ist es so, wir würden uns keine Inhaltsbeurteilung anmaßen für das Thema Deep Learning, weil wir sind keine Deep Learning-Experten. Das müssen die Fachbereiche bei uns entscheiden, ob die Inhalte für sie gut sind. Das macht das Ganze natürlich auch relativ schwierig. Weil die Inhaltsfülle einfach wahnsinnig groß ist. Ja, da müssen wir vielleicht die Masterandin mal aufs Corporate Learning Camp zu einer Session einladen, wenn die Arbeit nicht öffentlich ist. Genau. Ein Ticket werden wir dann noch finden. Da war von Stefan war noch die Frage, ich habe am Anfang den Begriff des Kurators angesprochen und einfach offen in die Runde gefragt, ob da jemand Erfahrung hat. Bei euch war es ja jetzt so, ihr habt quasi nach einem ganzen Kurs gesucht und habt euch den Tutto Completo quasi ausgesucht. Gar nicht so, oft versteht man unter Kuratieren so einzelne Links, einzelne Videos, einzelne Inhalte herauszusuchen und die dann zusammenzustellen. Also Frage an dich, Carsten, aber dann auch in die Runde. Hat da jemand Erfahrung mit? Also wir haben das tatsächlich nicht so gemacht, sondern wir haben uns einen Anbieter gesucht, der das schon für uns getan hat. Also wir hatten es bei Audi auch in der Zusammenarbeit 2.0 Community. Da gab es 2015 den Zusammenarbeit 2.0 MOOC, wo es eben um diese ganzen Social Intranet-Themen, Enterprise Social Networks, Skype for Business, Threema und so weiter ging. Und da war ein Großteil der Inhalte kuratiert mit Videos. Also da war zum Beispiel auch das Aufmachervideo. Der Vorstand hatte ja damals mit dem Professor Brenner das Buch rausgebracht, Erfolg im digitalen Zeitalter. Da war dann zum Beispiel das Aufmachervideo aus der Buchvorstellung auf der Frankfurter Buchmesse von der FAZ. Das war quasi der Appell am Anfang und da wurde auch kein eigenes Video produziert. Aber ich glaube, das ist vielleicht nochmal was auch ein Thema für Corporate Learning Camp vielleicht ist, mal so eine Session zu, wie sieht die Rolle eines Kurators aus und was muss man da so lizenztechnisch betrachten, also wie finde ich offen lizenzierte Videos, Bilder, Podcasts, Contents, Kurse, Hefte und auch was sind vielleicht interessante Quellen, ne? So wie du jetzt sagst, so man hat so diese großen Anbieter im Blick, aber in dem Moment, wo ich eine einzelne Präsentation suche oder ein einzelnes Video, wird die Anzahl der möglichen Quellen nochmal viel größer. Ja, aber das führt natürlich auch zu erheblich mehr Aufwand und da brauche ich natürlich auch Menschen im Unternehmen, die das tun oder man übergibt es halt einem Dienstleister. Ja, oder man guckt sich halt auch so Microlearning-Sachen an, ne? Dass man sagt, es geht gar nicht darum, jetzt einen 8-Wochen-Kurs zusammenzubauen, sondern keine Ahnung, für Neulinge in irgendeinem bestimmten Thema einfach mal auf einer Wiki-Seite, so wie Leute das mit Scoobit oder so zusammenstellen, nochmal so einen kleinen Lernpfad abzubilden mit offenen Ressourcen. Also das tun wir natürlich in unseren Communities, das machen die Teilnehmer sozusagen auch selber für sich. Wenn da jemand was zu einem Thema gefunden hat, dann postet er einfach, ich habe ein spannendes Video gefunden, aber das ist nicht irgendwie in irgendeiner Form institutionalisiert, dass es da jemand gibt, der das ganz bewusst macht, sondern das macht eigentlich die Community selber. Ja, okay. So, ich will mich in den Fragen bremsen, ihr könnt auch gleich weitermachen. Ich tue nur parallel mal dieses eine Fenster mit dem Google Doc teilen. Ja, also da war noch eine Frage, ob die Inhalte auf Audi lokalisiert wurden. Ja, teilweise. Also mit dem Branding, da sind wir... Das haben wir eigentlich relativ schnell abgelegt, weil wir sagen, es macht keinen wahnsinnig großen Mehrwert, jetzt so einen Kurs von Udacity in irgendeiner Form zu branden. Da kommt halt oben ein Logo rein. Bei Iversity haben wir das auch so gemacht, da ist halt unser Logo eingeblendet. Was wir tatsächlich gebrandet haben, sind die
die Lernnuggets zum Thema erfolgreich präsentieren, weil das einfach so ein stabiler Inhalt ist, der auch so viele Durchführungen erfährt, dass es sich da gelohnt hat, die Inhalte tatsächlich individuell anzupassen. Und wenn ich das dann eh schon anfasse, dann kann ich auch noch die Farben, das CI und das Logo einfügen. Sieht man den Webbrowser von mir mit dem Google Doc? Jetzt. Genau, also das nur nochmal als Hinweis. Da wird ja auch schon fleißig geschrieben, gerade von der anonymen Schildkröte. Das ist dieses Google Doc. Da gibt es hier oben so einen Block, die Do's der Kuration. Da einfach so als Imperativ, was sind so eure Tipps und Tricks, was sollte man auf jeden Fall machen? Ich sehe schon, die haben auch alle ein Ausrufezeichen dahinter, sehr gut. Außer da gerade kommt ein Fragezeichen rein. Dann drunter die Don'ts der Kuration, also was soll man aus eurer Perspektive auf keinen Fall machen. Und unten einfach auch nochmal Fallbeispiele, das heißt, wo ihr gute Fallbeispiele kennt. Oder auch jetzt jemand hat angefangen, die Links aus der Websession zusammenzusammeln, das ist natürlich auch super. Da würde ich hinterher auch das Chat-Protokoll noch mit reinmachen. Da könnt ihr jetzt einfach, wenn ihr sozusagen Zeit und Lust habt, in den nächsten 5 Minuten, da einfach die Sachen, die euch im Kopf rumschwirren, euch wichtig sind, mit reintragen. Das soll uns aber nicht abhalten, jetzt auch noch 4-5 Minuten Fragen an den Carsten zu stellen. Also was mir noch wichtig wäre, es muss wirklich jeder für sich selber ausprobieren, was der beste Weg ist. Ich glaube, da gibt es keinen, also das sind alles Empfehlungen, aber jeder muss selber gucken, ob das bei sich im Unternehmen, im Kontext passt, ob die rechtlichen Rahmenbedingungen passen, ob das Budget passt. Und wir sind halt immer Freunde von, wir probieren mal was aus, versuchen dann, das skalieren zu können. Und wenn es eben nicht geht, dann wählen wir auch relativ schnell wieder einen neuen Weg. Mhm. Ja. So, mag denn noch jemand was fragen? Oder auch was beitragen? Muss ja keine Frage sein. Ja, hallo. Uwe hier. Ich hätte nur eine Frage hinsichtlich der Daten. Ich weiß, diese Udacity oder diese Plattform sind normalerweise ziemlich stark, wenn es darum geht, die User-Daten. Habt ihr da irgendwie Einblick gehabt, selbst wenn das anonymisiert war, wer, wie viel Durchlaufzeit, wird das irgendwie analysiert oder haben das nur die Eigentümer der Plattform? Genau, also wir haben das ganz bewusst gesagt, dass wir das nicht möchten, weil nämlich auch ein Geschäftsmodell von den Kollegen ist, auf Basis dieser User-Daten, die generiert werden, Profile zu erstellen. Und das ist, wenn man tatsächlich sich ganz normal bei Udacity anmeldet, ist das so, dass die gucken bei so einem großen Kurs, wenn da ein paar tausend Leute drin sind, dann wird da ein Best-of erstellt und dann kann man sich überlegen, was die mit diesen Listen machen. Mhm. Und das ist natürlich der Grund, warum wir einen abgeschlossenen Kurs haben wollen, wo all diese Sachen ausgeschaltet sind. Damit kein Headhunter kommt. Und genau, weil also das kann dir natürlich dann passieren. Also das wäre natürlich doof, wenn die sich dann die besten Jungs und Mädels aussuchen und mit diesen Daten dann irgendwo anders hingehen und sagen, ich hätte da mal ein paar Leute für euch. Also das ist natürlich auch sowas, man muss die AGBs und die Nutzungsbedingungen sehr, sehr, sehr genau lesen, bevor man sowas nutzt. Also wie gesagt, wir können nicht verhindern, dass jemand sich da selber anmeldet, aber sobald wir einen Inhalt empfehlen und Mitarbeiter ganz bewusst auf so eine Plattform schicken, müssen wir gewährleisten und sicherstellen, dass alle datenschutzrelevanten Kriterien eingehalten werden. Und das ist mitunter nicht ganz einfach. Das ist ja, glaube ich, auch, also da kenne ich mich auch nicht in Tiefe aus, müsste mal den Jochen oder so fragen, ein essentieller Teil des Geschäftsmodells dieser Plattformen. Ne? Ich meine, diese Nanodegrees, das ist ja im Wesentlichen Spielgeld, was sie da einnehmen. Aber ich glaube sozusagen, die Top-Kandidaten von Jahrgängen aus einem Machine Learning-Kurs an eine Firma weiter zu verkaufen, das ist wahrscheinlich ähnlich wie LinkedIn solche Daten verkauft, ne? An Recruiter dann beispielsweise. Das also so stelle ich mir das vor, ja. Genau, das wäre vielleicht, ich weiß nicht, wenn jemand in der Runde da einen Link hat oder irgendeinen Überblicksartikel, das wäre mal spannend. Ich habe so ein paar Mal irgendwo einen Artikel anklingen gesehen, dass das halt durchaus eine Einnahmequelle ist für solche MOOC-Plattformen, weil das ja lange so die Frage war, was ist das Geschäftsmodell dahinter? Aber ich glaube, dass das natürlich, sobald da Menschen sichtbar sind und kontaktierbar sind, genau eine Einnahmequelle für die ist. Okay, gut, dann kommen wir so langsam auf die Endgerade. Für eine Frage hätten wir noch Zeit, wenn es noch eine gibt. Wenn nicht, sehe ich auch, es sind schon über
22 Leute gerade im Google Doc aktiv, das ist auch sehr erfreulich. Ja, dann würde ich sagen, dann bleibt mir erstmal dir zu danken, Carsten, dass du dir heute nach dem Mokathon wieder die Zeit genommen hast, deine Erfahrungen zu teilen. Gerne. Super. Wenn ich jetzt einen virtuellen Applaus einspielen könnte, würde ich das tun. Ihr könnt ja euren Applaus an den Carsten in den Chat posten. Und ich würde euch jetzt vielleicht nochmal kurz die Termine durchsagen, die jetzt anstehen. Also zum einen mal machen wir eine Sommerpause. Das heißt, im August gibt es keinen Corporate Learning Sprint. Der nächste ist am 14. September, gleiche Zeit, gleicher Ort, veranstaltet von der Corporate Learning Community Nürnberg, also CLC 90. Und im gleichen Monat dann 27. bis 28.09. das Corporate Learning Camp 2018. Dran denken, wenn ihr es in die Navi eingebt, ist dieses Mal in Kassel und nicht in Frankfurt. Nicht, dass jemand in Frankfurt steht und sich wundert, wo die ganze krasse Herde sozusagen abgeblieben ist. Für das Dokument jetzt, für das Google Doc, wie gesagt, ihr habt jetzt Zeit, ihr habt das Wochenende. Wir werden schauen, dass wir die Aufzeichnung der Session heute online stellen, auch die Podcast-Version wieder. Zeit bis nächsten Freitag, 20.07., 12 Uhr. Den Nachmittag habe ich mir geblockt, um das zusammenzufassen und dann entsprechend in das Wikibook zu übertragen. Ich hatte im Chat so der eine oder andere Post gesehen. Ist immer wieder schön, sich das auch mal wieder in Erinnerung zu rufen. Also wir wollen schauen, dass das Wikibook und diese Vision Corporate Learning 2025 nicht aus dem Blick gerät, sondern über diese Sprints eben wieder auch nach oben kommt und auch im Corporate Learning Camp dann jetzt im September Thema sein wird. Also danke dir, Carsten, euch für das Teilnehmen, fürs Fragen stellen und dann schönen Nachmittag und schönes Wochenende. Schönes Wochenende. So, also, Moment, die